Stopp, Ladies and Gentlemen, ganz kurz vorab, bevor das eigentliche Video losgeht, der erste Link in der Beschreibung führt zu meinem Zweitkanal. Da geht's rund um Musik, rund um Beats. Ich lade fast täglich Beats hoch. Wenn ihr Bock habt, checkt mir gerne ab und jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace. Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato wirklich gut überstanden und seid vor allem gesund geblieben. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Release Friday. Und dieses Mal ist die Kacke aber richtig am Dampfen. Aber richtig. Also dieser Release Friday ist gefühlt der mit den krassesten Songs. Also generell von den Namen her. Ein Samra droppt mit Anonym. Kapi, Bushido, eine Shirin David bringt ihr Album raus und so weiter und so fort. Ein San Diego bringt einen Track über eine halbe Stunde, habe ich schon gesehen. Deswegen die ganz, ganz, ganz große Frage an euch. Was wollt ihr die nächsten Tage sehen? Auf was soll ich reagieren? Weil ich habe irgendwie gefühlt den Überblick verloren. Bitte schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir fangen auf jeden Fall an mit Bramfeld Stories. Das Ding geht auch knapp 9 Minuten. Deswegen schnacken wir gar nicht lang. Liken, Support, come on. Produziert ist das Ganze wieder mal von Frio, Judy und Young Mash. Schöne Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt. Album out now, streamt das Ding, support es, come on. Wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, Bitches brauchen Rap, das Album out now. Könnt ihr gerne streamen, support es, come on. Ich habe vorhin schon mal auf Spotify kurz reingeschaut und mir die Tracklist angeschaut. Bramfeld Stories ist tatsächlich das Outro vom Album, also der letzte Song. Knapp 9 Minuten, ich bin sehr gespannt. Abfahrt. Shirin David. Yeah. Die sagen, dass ich ein Produkt bin, künstlich wie mein Hintern. Doch ich bin eine Künstlerin, die Optik ist ein Blickfang. Die sehen mich im Spotlight, Babsi macht das Licht an. Denn ihr habt viel geredet, aber fuck it, jetzt bin ich dran. Können wir mal ganz, bevor wir jetzt auf sie eingehen, aufs Musikvideo wird wahrscheinlich oder hoffentlich nicht mehr passieren, weil es, glaube ich, das erste Shirin David Musikvideo, wo ich mich wirklich gut konzentrieren kann, so. Nicht, was, dass die anderen schlecht waren oder so, im Gegenteil. Aber ich konnte mich bei den anderen aus unerklärlichen Gründen einfach nicht so gut auf die Musik konzentrieren, weil halt viel vor mir abgespielt hat. Egal, wie auch immer, wir müssen mal ganz kurz erstmal Props an Judy, Frio, Young Mash und so weiter und so fort an die ganzen Beat-Produzenten abgeben, weil generell beattechnisch habe ich in der Promophase noch keinen scheiß Beat hier gehört. Noch nie, bei Ich darf das, lieben wir, schlechtes Vorbild. Jeder Beat war crazy, einfach aber crazy. Mama kommt aus Litauen, Papa ist Iraner. Hab in einem anderen Song schon mal erzählt, dass er nie da war. 95er Jahrgang, Kennzeichen ist Haar. 95er Jahrgang. Crazy. Die übersehen das Drama, der Weg bis hier war ein harter. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Shirin David, die ohne Privilegien... Oh, ich glaube, ich weiß, was es für ein Song wird, oder? Sie rollt ihre ganze Geschichte nochmal auf. Glaube ich zumindest. Ich mag sowas. Generell so, ich habe es bei Schlechtes Vorbild schon gesagt, bei der Reaktion. Ich mag sowas, wenn eine Geschichte erzählt wird, sei es jetzt ihre Lebensgeschichte, wie sie hingekommen ist, was für Hürden sie zu bewältigen hatte und so weiter und so fort. Ich mag sowas. In kleinsten Verhältnissen aufwuchs. Wir haben sie begleitet. Shirin David. Shirin David. Ich frage mich, ob gerade solche Szenen, wo sie quasi nicht rappt, auch auf Spotify ist. Ich kann es mir kaum vorstellen. Shirin David. Kannte als Kind nur Klassik, Puccini und Vivaldi. Die anderen Kinder schauten Cartoon Snoopy oder Heidi. Hat jeden Nachmittag Musikunterricht über Stunden. Und trotz ihres Diploms ging meine Mama heimlich putzen. Beim Broke ist fuck. Okay, ich wollte schon sagen, generell, was sie hier erzählt, finde ich einfach. Es ist einfach. Wie soll ich sagen? Also, der Künstler oder die Künstlerin in dem Fall ist für mich viel mehr greifbar, dann, wenn sie ein bisschen was über sich erzählt hat. Ich weiß nicht, ob es schon einen Song mal gab. Wir haben gefühlt schon, glaube ich, alles abgecheckt mal von ihr. Zumindest das, was in der Promophase auch zum ersten Album rauskam. Oder zum vorherigen Album. Aber ich weiß nicht, ob sie schon mal so eine Geschichte erzählt hat. Aber für mich ist danach ein Künstler, / Künstlerin, immer noch ein bisschen besser greifbar, so, weil sie was von sich erzählt hat. Wisst ihr, was ich meine? Sie wollte das Beste für ihre Kinder. Was ich nicht hat, schnitt ich aus der Vogue und hing es in mein Zimmer. Mama ließ mich träumen, ebnet sie mir jeden Weg. Denn obwohl wir wenig hatten, hat uns nie etwas gefehlt. Wohnzimmer geil. Voll mit Notenbüchern und Klassik-CDs. Plötzlich war ich in der Pubertät. Oh, harte Zeit, ich sag euch, wie es ist. Also, ich wünsche mir von ganzem Herzen irgendwann Kinder, aber Digga, vor der Zeit graust mich schon, ich sag euch, wie es ist.
Hausaufgaben lass mal, fand Jungs interessanter. Wechselte sechsmal von der einen Schule zur anderen. 16 Jahre alt und verlieb mich in schöne Outfits. Zieh mich um im Haus. Guck mal, wie sie das rappt. In schöne Outfits. 16 Jahre alt und verliebt mich in schöne Outfits. Das ist generell, ich möchte oder ich soll dieses Ghostwriting-Thema auch nicht mehr aufmachen. Ich habe es schon unter der letzten Reaktion gesehen. Ich sehe alle Kommentare. Ich lese das wirklich, auch wenn ich nicht jedem antworten kann einfach, weil es irgendwann zu viele sind. Ich werde dieses Ghostwriting-Thema nicht mehr aufmachen. Es ist einfach Fakt, dass sie das geil rappt, definitiv. Sehr geil rappt. Auch Betonung generell, wie sie Betonungen setzt, wie sie reimt. Es ist einfach geil. Und damit Mama bloß nicht ausflippt, arbeite bei Kicks, erster Vierer, Jordan Pink, höre Kitty Cat und rappe Strip für mich aus, wenn ich mit, yeah. 2014 traf ich Simon Desue und der fragt mich, spielst du mit dem Video, was denkst du? Erster eigener Channel auf YouTube, ich war brand new, aus Boxy wurde Shirin, Breakthrough. Das meine ich, sie erzählt jetzt so ihre ganze Geschichte angefangen, also ich weiß nicht mal, wann ich sie überhaupt das erste Mal so auf dem Schirm hatte. Ich glaube damals, wo sie, hieß der Kanal Bullshit TV, so ein Tätowierter mit Vollbart, ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung, ihr wisst es bestimmt. Da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal irgendwie so wahrgenommen, so. Rücken 50.000 über Nacht gefällt mir, dreh die ersten Videos und Dima sagt, ich helf. Scheiße, Digga, all crazy. Also wenn man sie jetzt so, es ist schon crazy, sag euch, wie es ist. Wie die Zeit fliegt, crazy. Täglich nach der Schule, Treffpunkt Hamburg-Steindamm. Sechster Stock, der einzige Ort, wo wir wirklich frei waren. Hier, Steindamm, wo wir wirklich frei waren, wie sie das rappt. Sascha, Anton, Paola, Ramona und Melina. Wir waren alle Weirdos, die vorher nicht beliebt waren. Beste Freunde, bis die Industrie kam. Denn YouTuber wurden plötzlich die neuen Popstars wie auf Viva. Schaue auf mein Handy. Okay, ganz kurz, was ich vorhin schon sagen wollte, für mich sind solche langen Tracks nice, aber es muss immer wieder was passieren. Also generell, die Story wird ja weiter erzählt, also es geht ja immer weiter so. Sie hängt sich ja nicht an irgendeinem Teil auf oder so, was super nice ist. Also generell, wie sie angefangen hat, wo sie am Ende steht, diese generell diese Geschichte, wie sie die erzählt, ist nice. Im Beat muss aber auch immer wieder was passieren, nach irgendwann 8 oder 16 Takten, es muss mal was Neues kommen, Sample rausgenommen, wir hatten teilweise nur die Drums drin, wir hatten teilweise auch so, ja, gefilterte Elemente drin, sowas muss sein, weil sonst wird es auf Dauer einfach langweilig und sehr schwer zuzuhören, meiner Meinung nach, also so ist es bei mir. Schaue auf mein Handy, krieg ne Nachricht von Sabrina, sie sagt mir, dass ich 1,5 mit nur einem Post verdient hab, rufe Mama an und sie ruft laut, yes, oh Maria, Patti sagt, started from the bottom, now we here. Hier, wo sie diesen Vocal-Effekt mit sehr viel Hall drauf, finde ich, nice. Einen Post verdient hab, rufe Mama an und sie jetzt ruft laut, yes, oh Maria, Patti. Also, wo die Stimme sehr aufgeht, sehr hallig wird, nice. Sagt, started from the bottom, now we here. Mamas größter Wunsch war ihre Tochter, geht zur Uni, doch ich geh meinen Weg und mache jetzt all dieses Money. Mama hat ihn. Okay, wer, also, auch wie sie dieses Uni betont hat, wäre eigentlich nicer gewesen, wenn sie auf Uni auch, klar, Money, also dieses I quasi reimt sich schon, aber das ist trotzdem nice. Uni oder ein Huni oder so, wisst ihr, was ich meine? Kopf noch immer voll mit all den Sorgen, doch bald feiern wir Masterabschluss in London vom Party. Sing killing me soft, ich stell. Stimmt, ihre Schwester ist irgendwie, hat einen Masterabschluss oder so ein Bachelor oder sowas. Er ist so mein Teaser, denn ich gab schon Konzerte, als ich klein war in meiner Kita. Werde angefragt für einen Song mit Adokoyo. Für meinen damaligen Freund war die Zusammenarbeit ein No-No. Auch wenn ihr die Stärke in mir nur als Arroganz seht. Crazy. Also generell, ich weiß nicht, wie viel sie in Fragerunden oder meinem Interview, ich weiß nicht, wie viele Interviews von ihr gibt so. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie mal einen Freund, Ex-Freund hatte so. Also generell in dieser Zeit schon, wo sie auf YouTube unterwegs war, wo sie Musik gemacht hat, so crazy. Lass nie mehr zu, dass ein Mann mir gegenüber seine Hand hebt. Die alten Freundinnen sagten, Shirin, du hast dich verändert. Hab mich schlecht gefühlt, obwohl ich einfach nur ich selbst war. Musste mich entscheiden zwischen mir und zwischen denen. Das war die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Nice. Super nice. Also ich kann da wirklich nicht so mitreden, weil generell zwischen mir und ihr einfach Fame und reichweitentechnisch, glaube ich, eine Gap liegt, wo gefühlt 300 Millionen Kilometer lang ist, aber ich merke das auch schon teilweise kommen Leute so, du musst dich irgendwann so auf ein paar einlassen, zwei, drei wirklich, wirklich, wirklich gute, enge Freunde und alles andere musst du so ein bisschen
Weil du wirst nicht misstrauisch, du wirst einfach vorsichtig und ey, will der dir immer was Gutes, wenn er dir schreibt, will er immer nur, ja, oder sieht er irgendwo einen Vorteil in dir? Ist crazy. Auch bei ihr möchte ich es gar nicht. Also bei ihr ist, glaube ich, sie hat mad aussortiert, glaube ich. 2015 im Studio mit Kool Savas, wusste selber noch nicht, welche Musik wirklich zu mir passt. Mit Savas was gemacht. Unterschieden und zu sehr an unserem Geschmack. Und deswegen hat die Zusammenarbeit nicht so gut geklappt. Okay. Das ist aus der Szene. Kudo danach Farid. Jeder diskutiert, wie echt die Kurven an meinem Arsch sind. Sitzt bei DSDS und beurteile in den Castings, aber. Stimmt, die war bei DSDS auch. Die reden mir rein in die Frisur, ändert dein Haarschnitt. Scheinbar. Crazy, crazy, crazy. War ich zu blond für Michelle und HB Baxter? Bisschen Beef mit Dieter, nur weil RTL gehetzt hat. Ja, meine Nines wurden zu Ja's und meine Ja's wurden zu Nines. 2016 beste Schule, doch die schlimmste Zeit. Crazy. Man merkt so, oder man generell so, wie. Guck mal, das ist halt das Ding so. Sie wollte eigentlich, so nehme ich das gerade auf, sie wollte eigentlich nur ihr Ding machen, so mit YouTube gestartet, dann in die Musik reingekommen, gerade dieses erste Feature mit Ado Koyo und so weiter. Sie wollte eigentlich nur das machen, auf was sie Bock hatte. So. Sie wollte eigentlich nur sie selbst sein, auf das machen, auf was sie Bock hatte, aber generell, wie viel Steine dann oder wie viel Gegenwind auf sie geprallt ist, auf wie viel Gegenwind sie gestoßen ist, crazy. Wir reden die ganze Zeit von Frauenpower, von Girlpower, von Women Empowerment und dann kommt mal jemand daher, der einfach so sein eigenes Ding macht. Da, meine Worte. Sieht, wie sie einfach aussehen möchte und dann haben wir alle nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, die Frisur ist zu groß, das Make-up. Meine Worte, Dankeschön. Die Wimpern zu lang, die Schuhe zu hoch, das Kleid zu groß oder keine Ahnung, irgendwas. Raus aus der Jury. Man könnte sie auch einfach in Ruhe, also man könnte einfach sagen, okay, hey, mach dein Ding. Ich bin nicht der größte Fan von deiner Musik, ich habe aber auch nichts gegen dich. Wir chillen einfach so, alles cool. Ich diss dich nicht, du disst mich nicht. Wir machen einfach so unser Ding. Ich habe nichts gegen dich, du hast nichts gegen mich. Aber ihr Name oder generell sie mal zu dissen, ist doch verlockt doch viel zu krass, weil mit einem Shirin David Diss ist generell direkt Aufmerksamkeit verbunden. Und wer hat nicht, also generell aus der Deutschrap-Szene, wer hat nicht gern Aufmerksamkeit? Sitze nicht mehr zwischen den Stühlen. Ab jetzt will ich nur noch machen, was ich wirklich fühle. Bei Summer Jam rapp ich zum ersten Mal vor paar Typen. Ob ich schon perfekt bin, muss noch bisschen üben. Zieh nach Berlin. Muss noch bisschen üben. Auch wie, guck mal, wie sie das rappt. Ich muss ein bisschen Stopp drücken, aber generell, solche, wie sie das betont, diese Attitude generell, ich hab's schon oft gesagt, aber ich freue mich auch auf das Feature mit Shindy. Boah, Digga, darauf freue ich mich. Wo ich ab 2017 lebe, kam mit paar Klamotten und einem Haufen großer Pläne. Kam wegen Musik und ich verjobbe mit der Szene. Wusste nichts über die Politik und nichts über die Regeln. Das meine ich halt, sie wollt, oder jetzt macht sie ja auch immer noch, aber sie wollt immer nur so ihr Ding machen. Aber wie gesagt, eine Shirin David heutzutage, dieser Name Shirin David, diese Künstlerin, diese Person, verlockt einfach viel zu krass danach mal irgendwie einen kleinen Diss oder so rauszuhauen. Ein, zwei Stunden später hat dann irgendeine eine Rap-Media-Seite, sei es Rap-Check, sei es irgendjemand anderes, Shirin David wurde gedisst, der und der, und dann hat er generell direkt Aufmerksamkeit, derjenige, der irgendwie ihren Namen irgendwie in den Mund genommen hat. Traf einen alten Freund namens Tavan in Berlin und er fragt mich, yo Shirin, wie läuft es mit Musik? Ich antworte, geht so, bis er alles anstrengt und für mein Album habe ich doch kein einziges Lied. Ja, 30 nice. Songs gibt's noch. Ist, heißt es Tavan? Ja, Tavan, ne? Ist es ihr Manager oder so? Auf dem Mac, nichts davon. Was auf dem Mac? Was hat er gesagt? Gibt's noch auf dem Mac? Einziges Lied. Ja, 30 Songs gibt's noch auf dem Mac. Nichts davon perfekt. Nichts, das mir gefällt. Jede Woche sitzt von mir ein neuer Produzent. Nehme heute etwas auf und schmeiß es morgen wieder weg. Treffe eine. Oh, ich kenn sowas. Also generell, man hört natürlich nur diese fertigen Songs, aber glaub mir, wie oft dieser Beat weggeworfen wurde und gesagt hat, ah nee, wir nehmen den nicht. Einen Tag später, ah komm, wir nehmen den nochmal, bauen nochmal die Drums neu. Generell so, drumtechnisch ist jetzt hier kein großes Hexenwerk geschehen. Wir haben eine geile Kick, schöne Bassline. Generell mal nur eine lange Bassline drin. Hi-Hats und eine geile Snare bzw. Clap hier im zweiten Part oder im zweiten Teil gerade. Aber ich produziere selber sehr, sehr viel Musik gerade und Beats und so weiter und so fort. Und wie oft du da einfach sagst, Digga, ich nehme das nicht. Zwei Stunden später sagst du, scheiß drauf, ich versuch das nochmal mit dem Sample, das ist crazy. Bald trenne mich von meinem alten Management. Fortan ist das Tavan, der mit mir meine Geschäfte lenkt. Okay.
dir als erster an meine Vision glaubt und dir wirklich Interesse schenkt. Endlich war ich wieder in meinem Element. Beim Bambi 2017 zwischen dem Establishment. Er sagt, ich schwöre, dass auch du bald deinen Bambi in den Händen hältst. Parfüm mit DM. Hat sie einen Bambi? Created by the community. Über eine halbe Million verkauft werde zu Beauty Queen. Über eine halbe Million? Ja, guck mal, ich wollte schon wieder sagen, gut, geil geflowt, gut gerappt, aber... Community. Ich wiederhole mich ja nur. Über eine halbe Million verkauft werde zu Beauty Queen. Also auch da soll sie 10 Millionen Euro allein mit diesem Parfum verdient. Crazy. Ich will gar nicht wissen, wie viel sie mit dem Eistee gemacht hat. Ich sag euch, wie es ist. Haben. Umsatz wahrscheinlich. Genau. Da verdienen natürlich viele Menschen mit. Aber ja. Was bleibt am Ende bei ihr hängen? Was hat sie jetzt? Digga, es kommt einfach... Wollen die mich ficken? Es kommt einfach Werbung. Okay, ich werde gleich einen Cut machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nicht, dass ihr denkt, Kamera ist abgeschmiert. Es gibt einfach eine Werbung gleich. Jetzt auf dem Konto. So, nach dem Cut. Ich glaube, das ist das erste Mal oder das zweite Mal, dass überhaupt mal eine Werbung in einem Song kam. In einem Musikvideo. Crazy. Von meiner Haustür plötzlich das Finanzamt. Die dachten wohl, ich hätte Millionen versteckt im Bahnschrank. Finanziell alles nice, aber war nicht zufrieden, denn ich wollte endlich mit der Musik beginnen. 2018 alles ein Kampf wie Martial Arts. Guck mal, hier ein anderes Sample drin. Hier haben wir es runtergepitcht oder normal gepitcht gehabt. Jetzt haben wir es hochgepitcht. Nice. Frieden, denn ich. Also generell, vom Hörgenuss her, vom Beat her, wird es nicht langweilig. Wollte endlich mit der Musik beginnen. 2018 alles ein Kampf wie Martial Arts. Fahren nach Bietigheim, treffe Shindy, Ozzy und Lars. Ozzy, schöne Grüße gehen raus, ja. Undercover in den Restaurants und Bars. Zum ersten Mal hat der Anspruch an Musik für mich gepasst. Ganze Nacht im Studio, nehm auf und haben Spaß. Doch nach knapp 2 Wochen gab es dann Besuch von Arafat. Jetzt wird's interessant. Ganz kurz, ich glaube, ein Shindy, Ozzy und Lars sind, glaube ich, die drei Leute, die sich nicht zufrieden geben mit der Musik, auch generell. Ich glaube natürlich, das, was Shindy rausbringt, auch zum Album jetzt schon in der Promophase, im Schatten der Feigenbäume, Mandarin und so weiter und so fort, damit ist er schon zufrieden so. Aber ich glaube, ein Shindy und Ozzy vor allem, ich glaube, die machen das so lange, die sind so lange im Studio, bis die Kacke wirklich sitzt. Jetzt wird's interessant mit Arafat. Wochen gab es dann Besuch von Arafat. Was wäre aus den Aufnahmen geworden, hätte es geklappt. Doch der Vibe war jetzt gefickt und plötzlich kam der erste Cut. Post vom LKA und die Bild berichtet bedrohliches. Bin zum ersten Mal involviert in die deutsche Politik. Hatte keinen Bock mehr, macht eure Filme bloß ohne mich. In dieser Zeit lief für mich wenig positiv. Guck mal, das meine ich halt. Du willst oder sie will jetzt nur Musik machen. Aber sobald es läuft, bestes Beispiel ist auch ein Paschanim oder so, mit Airwaves, mit Hauseingang und so weiter und so fort, hat er natürlich schon behindert große Hits gemacht, wie sie auch mit Gibim oder so zum Beispiel. Aber generell, jeder will direkt was abhaben. Jeder, obwohl du nur dein Ding machen willst. Natürlich brauchst du Manager, natürlich brauchst du Leute, die nach dir schauen so. Aber jeder will auf einmal irgendwie, kommt von der Seite, will was von dir haben. Ja, yeah. Paar Monate nichts gemacht, Tabans Handy klingelt grad. Nächste Woche ein Termin im Studio bei Finn. Also oha, Dicker. Ich muss mal ganz kurz noch schauen, warte. Ich muss ganz... Okay. Yo, bei Finishers, hatte niemals aufgegeben, weil ich nie ein Quitter war. Und bin dankbar für jeden Rat, den Paul Nizza gab. Weiß nicht, wie oft ich im Studio schon an mein Limit kam. Doch die Jungs haben an mich geglaubt und mein erster Hit war da. Setz auf meine Karte, nichts, auf das ich warte. Universal bei Tombone in der obersten Etage. Ich frag mich auch, also es gibt jetzt keine festgelegte Zeit, wie lange du für 2.16er und eine Hook zum Beispiel brauchst. Es gibt Leute wie wahrscheinlich ein Savage, ein Azad und so weiter und so fort, die das Ding dir ein 16er kurz ohne zweiten Take rappen so. Ich schätze mal Shimmy David nicht so ein, was überhaupt gar kein Problem ist, gar kein Front oder so. Aber ich will nicht wissen, wie lange sie für Bramfeld Stories gebraucht hat. Ich sag euch, wie es ist. Unterschreibt den Deal für die. Also nur der Rap-Teil. Erste eigene Platte, gib ihm Video, zahl 150.000 aus meiner Tasche. Auf 1 zweite Woche, dann 1 dritte Woche. Millionen Klicks auf YouTube, das Video bricht Rekorde. Also gib ihm war crazy. Öffne Türen für viel mehr Rap in Deutschland, doch verdiene keinen Orden. Bitte meine einzigen Frauen, die mich supporten. Frühling 2019, endlich wieder Sonnenschein. Plötzlich geht ein Song mit meiner Stimme darauf online. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, war das Dings? Warte mal, warte, das ist doch eine Anspielung an der Falterbach, oder? Plötzlich geht ein Song mit meiner Stimme darauf online. So, oh mein Gott.
Oh, die Hook ging doch auch so bei Falterbach von Shindy. Oh mein Gott, Papi Pap, Cruise den Mercedes Drop, irgendwie Drop Top oder so, ne? Papi Pap, Drop, muss ich noch was dazu? Ich muss einfach mal weiterlaufen lassen. Sagen, ihr habt alles mitverfolgt. Bis auf im Januar aufgenommen, im Februar abgesagt. Dann Mitte März das Video zu Falterbach. Konnten uns nicht einigen und waren beide abgefuckt. Doch am liebsten hätte ich Musik mit ihm zusammen gemacht. Went from the favorite to the most hated. Während ich die Leute in den Clubs weiter tanzen lass. Crazy. Jetzt ist ja die originale Hook wieder drin, aber es war ja auch eine Zeit lang nicht so der Fall. Und jetzt ist NDAs heißt der Song auf dem Album. NDAs, glaube ich. Oh, darauf bin ich gespannt. Ich sag euch, wie es ist. Wie viel Anteil Shindy hat, was sie rappt und so weiter. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich. Firmen wollen eine Kampagne mit Shirin. Doch bisher wurde ich nur gefickt von dieser Industrie. Die sagen, einem jungen Künstler sei immer du selbst. Aber streichen den Support, wenn ihnen ein Selbstbild nicht gefällt. Ist halt so ein Ding, ne? Auch ein ganz großer Widerspruch in sich einfach. Bro, mach dein Ding, bleib du selbst. Es geht gar nicht. Sobald du eine gewisse Größe hast, sobald du Zahlen verweisen kannst, vorbei. Jeder will was von dir. Kann ich mit jedem diskutieren, doch musste lernen, ich muss mich öffentlich positionieren. Die sagen, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber Schweigen war mein Fehler und Reden brachte Erfolg. Nice. Geil. Denn meine Belohnung für die ganzen Fights, mein Debütalbum chartete Platz 1. Ja, yeah. Meine Fresse ist. Auch, wir gehen ein bisschen zurück. So ist besser. Für viele wahrscheinlich auch ein so großer Dorn im Auge gewesen. Das, oh mein Gott, das erste Album, Debütalbum geht auf die 1. Ne? Nicht, dass es noch nicht vorgekommen ist, aber von einer Shirin David, die davor halt wirklich nicht viel im Musikbusiness zu tun hatte, was gar kein Problem ist, ja, Debütalbum auf 1 ist jetzt nicht ohne. Meine Fresse ist die erfolgreich. Das ist wirklich unglaublich. Und es sind jetzt so Zahlen aufgeploppt, die das Ganze nochmal deutlich machen, ja, wie erfolgreich die Frau ist. Hier ist sie, Shirin David! Hab dafür gekämpft wie in der UFC. Created by Shirin, der nächste Move war der Douglas-Deal. Ist da, Shoutout an das Bruder-Team. Wie Taban sagte, haben die mir ein Bambi für Kultur verliehen. Ach, sie hat ein Bambi, oder? Ist hier, ja, wahrscheinlich ist nice. Für Kultur verliehen, Adi, das Markengesicht, muss mir nicht jeden Schuh anziehen, doch laufe Jump'n'Run durch dieses Game wie im Computerspiel. Laufe Jump'n'Run durch dieses Game, als wär's ein, oh, das ist nice. Das ist nice. Dieses Game wie im Computerspiel. Wie im Computerspiel. Frauen in meinem Business war niemals im Vorteil. Doch ich zog an der Industrie einfach vorbei. Hab nicht alles erzählt, nur einen kleinen Teil. Damit ihr versteht, wie sehr sie dich testen, stehst du einmal im Spotlight. Das meine ich halt. Sobald du da bist, sobald du Zahlen irgendwie, ganz schlimm. Ich sag euch, wie es ist, das ist ganz schlimm. Du kannst nicht mehr normal deine Musik machen, worauf du Bock hast. Lass sie ruhig testen, Mama muss nicht besorgt sein. Denn ihr Wort wird für mich auf ewig das letzte Wort sein. Rate, wessen zweites Album in den Stores ist. Only German Rap, Bitch on the Forbes List. Bitches! Nice. Auch geiler Ausstieg. Ey, wurde nicht langweilig. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ding langweilig wird. Im Gegenteil, Bramfeld Stories von Shirin David. Album wird abgecheckt, wir werden die Tage auf jeden Fall Track für Track abchecken. Ich werde keinen Livestream machen, dafür finde ich die Zeit am Wochenende bzw. nächste Woche einfach nicht. Wir werden es aber auf jeden Fall komplett abchecken. Ich küsse euer Herz. Peace.